Sicherheit eine Utopie, doch nicht dankbar für die Tage. In Ruhe und Frieden, ohne Massaker auf den Straßen. Im Radio 125 Tote und ich staunt erstaunt von Straßenlaternen, angehend in Kettenreaktionen. Was soll ich sagen? Gehör auch zu der Masse. Die Grund dafür ist, dass woanders Bomben herunterprasseln. Doch manchen wird Euphorie vererbt, in die Wiege gelegt. Verstehst du, iPhones oder Bierdosen in die Wiege gelegt. Darauf folgt Kriminalität oder Kopf noch kaputter. Andere Arm auf dem geraden Weg, springt vom obersten Stock herunter. Helden haben's versucht, ihre Taten zwar gescheitert, doch kamen reihum als ungeschminkte Wahrheit durch die Leinwand. Jede Brille ausprobiert, bis die Perspektive passt. Stets die Versuchsobjekte an, denen man Unmenschlichkeit trainieren kann. Kein Widerstand, nicht die Frage, wer uns hier verarscht, kein Ziel verlangt. Nur noch Ego, Liebe, Dollars, Pesos und Lire. Jeder ein Teil vom Spiel. Als Krankheiten bezeichnen sie Naturelle, die beginnen sich mit anderen zu vergleichen. Die schwarze Witwe spinnt Seile. Ein Dachs fliegen verzweifelt, hängen ab. Wenige jedoch gehen gemeinsam durch die Scheiße. Während irgendwo gerade was passiert, schreibe ich Phrasen aufs Papier. Ich war lange nicht mehr hier. Und während irgendwann die Farben sich verlieren, keine Taten inspirieren, ja dann warte ich nicht mehr hier. Check, während irgendwo gerade was passiert, schreibe ich Phrasen aufs Papier. Ich war lange nicht mehr hier. Und während irgendwann die Farben sich verlieren, keine Taten inspirieren, Bruder, warte ich nicht mehr hier. Werd lieber früher wachsen, mach Probleme zu deinem Freund oder stirb an all den Faxen. Wenn das Leben dich enttäuscht, lass sie quatschen. Wie wählten die Fährten durch das Feuer? O tempora, o moris, Brot und Spiele für das Volk. Seit Kain und Abel tötet sich der Mensch. Etwas Schöneres, was Größeres, das Böse, das ihn lenkt. Heute ist es auch nicht anders, verkörpert durch das Geld. Ganze Welten in den Händen, doch vergöttern nur sich selbst. Spuck auf diese Welt und auf Rap seit Tupacs Tod. Sklavenketten glänzen Gold in der eigenen Truman-Show. Unsere Aussicht wirkt oft traurig, aber frag mich nicht wieso. Filme laufen, Kinderaugen, Helden sterben nie in Shows. Doch die Gräber auf dem Hof, die die alte Wiese zieren, erzählen andere Geschichten, sowas hörst du nicht von ihnen. Große Taten braucht die Welt, Gladiatoren für die Masse, parallel zu der WM gibt es Kinder, die noch fallen. Während irgendwo gerade was passiert, schreibe ich Phrasen aufs Papier. Ich war lange nicht mehr hier. Und während irgendwann die Farben sich verlieren, keine Taten inspirieren, ja dann warte ich nicht mehr hier. Check, während irgendwo gerade was passiert, schreibe ich Phrasen aufs Papier. Ich war lange nicht mehr hier. Und während irgendwann die Farben sich verlieren, keine Taten inspirieren, Bruder, warte ich nicht mehr hier. Das war alles nicht gewollt, so geplant oder durchdacht. Doch die obersten 10.000 sind geübt in ihrem Schach. Schon seit Sodom und Gomorra fast geheiligt scheint die Sünde. Man muss sie erst begehen, um sie dann reinigen zu können. Hörst du das, Bruder? Ihre Worte sind verfault. Sie töten in seinen Namen, doch seine Pforte ging nie auf. Ihre Ohren waren taub, im Auftrage des Teufels. Denn das Auge musste lernen, dass nicht jeder Glanz auch Gold ist. Aber verlockend, darum schreibe ich diese Zeilen. Ein Stück von meiner Seele in jedem nichtigen Detail. Trag das Herz auf meiner Zunge, egal richtig oder falsch. Hierbei musst du selbst entscheiden, was dir wichtiger erscheint. Also achte gut auf Augen, die deine Blicke meiden. Denn sie lieben den Verrat in ihrer eigenen Midlife-Crisis. Ist schon peinlich, aber die Zeit wird es schon zeigen. Gott liebt die Geduldigen, ich warte auf ein Zeichen. Und während irgendwo gerade was passiert, schreibe ich Phrasen aufs Papier. Ich war lange nicht mehr hier. Und während irgendwann die Farben sich verlieren, keine Taten inspirieren, ja dann warte ich nicht mehr hier. Check, während irgendwo gerade was passiert, schreibe ich Phrasen aufs Papier. Ich war lange nicht mehr hier. Und während irgendwann die Farben sich verlieren, keine Taten inspirieren, Bruder, warte ich nicht mehr hier.